Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und wir sind seid hier ihr noch auch im. Das war eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Dann lass es sein, du. Der quatscht mich da von der Seite an. Die Tosita hatte jetzt gesagt, wir schauen mal da zur Schmiede, damit wir endlich einmal mit der Schmiedin und dem Schmied reden. Und da ist sie auch schon. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Okay, wir haben schon ich alles verkauft. Ich sage nicht, verkauft. Dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Okay, Eol und Graumähne, der ist bei den Gefährten, das wissen wir mittlerweile. Arbeitet den ganzen Tag ja, in der Schmiede? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Baldruf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Aveniki heißt er, nicht Avenici. Ja klar, machen wir das. Danke. Dort müssen wir so und so hin. Und schon wieder ein neuer Quest. Haha, eine Quest. Okay, was könnt ihr mir über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Okay. Gut, Mädel, du bist fleißig und vergesst auch nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Auch eine hübsche. Ja, das machen wir doch auch gleich. Da schauen wir rein. Und der Aveniki. Ja, öffne dich. Also der Aveniki, der Statthalter, ist ihr Vater. Ist ja auch interessant. Und da schauen wir dann auch gleich vorbei und bringen ihm einmal das Schwert. Ja, hallo. Erstmal. Ja, eine schlichte Hütte und ja, Schauraum hast du auch nicht viel. Da drüben ein wenig, ja, und das war's dann auch schon. Aber mit Irene. Willkommen in der Kriegsjungfer. Ihr, meine Dame, seid auf jeden Fall am richtigen Ort. Okay. Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche. Alles auf Lager. Adrienne, draußen, in ihrer Schmiede. Der Laden ist nach ihr benannt. Kriegsjungfer. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Okay. Aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht. Das zählt. Wer hat den... ja, fragen wir doch einmal. Jarl Balgruf, der Ältere. Ein durchaus ehrenwerter Mann. Hat mir oder meinen Verwandten nie etwas Unrechtes getan. Für ihn ist es gerade bestimmt eine schwierige Zeit, mit all den Kämpfen und Drachen. Aber Balgruuf ist ein zäher alter Nord. Er kommt damit zurecht. Okay, was habt ihr zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Da schauen wir gleich einmal rein. Waffen, was hat dann Dolch, Eisen, Eisenpfeil, Eisenaxt, Eisen, Zweihänder, Jagdbogen und kaiserlicher Bogen der Feigheit. Aha, Kreatur und Personen bis zur Stufe 7 fliehen für 30 Sekunden aus dem Kampf. Wäre ja auch einmal was Schönes, ja? Wir könnten das eventuell entzaubern, aber Blödsinn, ja? Und die nordische Streitaxt. Die orkische Streitaxt, Entschuldigung Leute, ja, verursacht 10 Punkte Ausdauerschaden. 1300, die Pfeile würden uns auch reizen. Streitkolben. Und ja, die haben schon einen Wumms dahinter. Stahl der Glut, Stahl doch der Glut, steckt das Ziel für 5 Schadenspunkte in Brand. Der hat wirklich tolle Sachen. Die Kriegsaxt und Schwert, Streitaxt. Ja, okay. Gut so. Bekleidung, schauen wir mal. Bebende Eisenrüstung und das ist steigert die Fertigkeit schwerer Rüstungen um 12 Punkte.
alles schon verzaubert. Das könnten wir ja entzaubern und so. Illusionszauber. Eisenrüstungen und... Ja, egal. Das kennen wir alle schon, ne? Sonstige, schauen wir mal. Die Barren, Holzkohle, Leder, Lederstreifen. Ah, Orikalkumbarren. Okay, Silbererd, Stahlbarren und veredelter Mondstein. Gut, bist ja gut ausgerüstet. Ah, wir könnten da schnell noch verkaufen. Die Lederrüstung, aber die möchte ich vielleicht behalten vorerst. Warum? Ja, weil ich versuchen will, die zu verzaubern. Okay. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, wir werden uns auch bald wiedersehen. So ist das. Und als nächstes auf dem Tagesordnungspunkt ist, ich werde ein wenig leveln bei der Schmiede. Und wir sehen uns gleich wieder bei der Schmiede. Und ich wollte euch da nur zeigen, ich habe da jetzt gelevelt die Schmiedekunst ein wenig. Aber, und auch gleich verkauft wieder. Ihr seht hier, wir haben die beschlagene Rüstung der Gesundheit. Plus 30 Punkte und die will uns das Zeug abkaufen für 131. Und das gleiche hat sie auch im Angebot, nämlich, seht ihr, beschlagene Rüstung der Gesundheit, steigert die Gesundheit um 30 Punkte und habt ihr den Preisverfall gesehen? Ah, wo ist denn das jetzt noch einmal? Ja, 131 bei uns und die verkauft das dann, ne, für 1168. Leute, das ist ja eine Spanne, unglaublich. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, okay, das machen wir. Wir laufen jetzt da rauf zur Drachenfeste und bringen Papa das Schwert für ein Jahr. Okay? Wir sehen uns dann gleich. Aveniki, den Vater der Schmiedin suchen wir. Und wo ist denn der Teufel schon wieder? Die sitzen da den ganzen lieben Tag da herum, ja. Wo ist er? Da ist der Zauberer. Da die ist Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Unsere Beschützerin im Fall, wenn wir sie brauchen, ja. Wir könnten dann gleich einmal aufsteigen auch und noch einmal Bogenunterricht nehmen. Und ich schaue da nur kurz rauf, ob der Statthalter hier ist, genau. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Was heißt das, Bipapo? Ich habe ein Schwert für euch von eurer Tochter. Ja? Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Ja, das ist sie. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Okay, abgeschlossen. Bringe das Schwert zu und so weiter. 20 Gold, ja, entfernt. Wir sind die Graubärte, Haus kaufen und so. Wir haben da noch immer zu wenig Genießt Geld. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Ja, okay. Wir können nach wie vor die Bücher nehmen im Fall. Und wie gesagt... Jetzt muss ich nur kurz auf den Spickzettel schauen, was den Händler hatten wir. Tränke brauen müssen wir auch noch und geschmiedet haben wir. Wir werden jetzt kurz mit Feendal reden. Könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Okay, wir sind mittlerweile schon auf 40 und trainiert. Steige eine Stufe auf. Ah, sorry Leute, wir müssen da erst aufsteigen und dann steigen wir doch glatt. Wir haben da jetzt Magier 160 Gesundheit mit dem Plus unserer Rüstung von 130 und Ausdauer 100 und nix. Also, wir werden Magier weiter leveln, vorerst einmal. Und wir haben jetzt zwei Talente zu verbessern und ich bin mir da jetzt nicht sicher. Zerstörung, da geht einfach nichts weiter. Einschlag und so, ja. Wir brauchen da. Ja, erfordert 25. Wir müssen dann noch ein wenig arbeiten daran. Beschwörung, Illusion, Alchemie. Redekunst haben wir bereits. Taschendiebstahl, Schlossknacken, Schleichen, leichte Rüstung. 20% wäre ja auch nicht schlecht.
Und das nächste wäre was genau? Ah, wenn wir ausschließlich leichte Rüstung tragen. Das käme auch noch in Frage. Schleichkunst brauchen wir nicht. Einhändig, Einheitenwaffen, wir werden das dann auch brauchen. Und Blocken, schwere Rüstung. Ja, Leute, ich mache da eine kurze Pause, überlege es mir und zeige es euch gleich. Ja, Leute, ich habe mir gedacht, wir haben da zwei Talente zu verbessern und wir werden da ein wenig einhändig weiterarbeiten, weil ja, das filmisch besser rüberkommt, wenn wir mit Nahkampfwaffen arbeiten und ja, das kommt dann euch entgegen beim Anschauen. Weil da gibt es oft Moves, die wir eben mit dem Zauber nicht sehen können, die einfach draufhalten und Feuer speien und so pipapo. Egal, wir haben jetzt zweihändig und einhändig, da können wir drauf loslegen und wir müssen dann den Zauber kaufen, indem wir da die Seelenfalle heißt das Ding, damit wir auch unsere Seelensteine füllen und Verzauberungen machen können. Mit dem Kleinen haben wir auch noch... Wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Okay, du bist nicht der feine Nette, den wir da kennengelernt haben. Und als nächstes reden wir mit dem Magier. Wir müssen da ein wenig einkaufen gehen. Okay, Leute, in diesem Sinne, Feendal, Itos, Sita. Die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Ah ja, das machen wir dann auch, ja? Leute, wünsche euch noch einen schönen Abend und Magia, du bist als nächstes dran. Okidoki, schönen Abend, ciao.